Es geht weiter. Wir kommen zur Stimme der Architektur. Persische Architekturstudenten der TU Darmstadt haben einen Radiosender, die Stimme der Architektur. Und die drei persischen Kollegen werden jetzt von ihrer deutschen Kollegin Caroline Kegel interviewt und simulieren in 6 Minuten 40 ein vierstimmiges Radiointerview. Bitte sehr. Dankeschön. Ein kleiner Korrektur. Wir sind keine rein persische Gruppe, sondern wir sind multinational. Fang einfach an. Hi Arsalan, du bist Gründer von Stimme der Architektur. Was ist das eigentlich? Stimme der Architektur ist eine Radiosendung in Radio Darmstadt. Wir sind, also das ist für uns eine quasi Heimspiel. Wer kennt Stimme der Architektur hier? Bitte Hände hoch. Vielen Dank. Stimme der Architektur. Also wer Stimme der Architektur nicht kennt, nach Hause gehen, Stimme der Architektur eintippen.de und also wir haben im Universität viele Professoren interviewt und wir haben große Unterstützung bekommen von der Universität, aber wir sind Universität unabhängig. Und hier an dieser Stelle herzlichen Dank an alle Professoren. Ihr versucht eure Sendung international zu gestalten. Wie macht ihr das? Ja, jetzt muss ich diesen Satz, das ich zigmal heute geübt habe, sagen. Ja, wir versuchen eine Brücke aufzubauen und uns dann die neue Türen geöffnet wird. Ja. Also hier auf jeden Fall macht Spaß, dieses Projekt. Ich bin hier beim das Verein von Ami Mali. Das war eine sehr interessante Interview, das steht auf unserer Webseite. Und wir sind auch lokal sehr aktiv. Das ist auch ein Projekt, was wir selber gestaltet haben. Das ist Runder Tisch. Es geht um Universität und Landesbibliothek in Darmstadt. Kumas, du hast schon viele Interviews für Radio Darmstadt und Stimme der Architektur geführt. Welches waren deine interessantesten Interviewpartner? Zum Beispiel hier Albert Speer. Wir waren in Frankfurt in seinem Büro gewesen und haben ein Interview auf Englisch und Deutsch geführt. Schwerpunkte dieses Interviews waren Städtebau im gesellschaftlichen Kontext, Nachhaltigkeit im Städtebau, die Büroentwicklung von Professor Speer in China. Max Becher zu interviewen hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Das Interview ging schon fast von alleine, weil er so ein brillanter Rhetoriker ist. Ihn haben wir zweimal interviewt, einmal zu Stuttgart 21. Seine kritische Haltung ist überaus überzeugend und über die Darmstädter Architekturentwicklung. Ein weiteres Konzept unserer Sendereihe ist es, Tagungen zu kommentieren, Ausstellungen zu besuchen, wie man hier sehen kann, Gesamtkunstwerk Expressionismus, da haben wir zwei Interviews geführt, einmal mit Professor Doth über Architektur und Expressionismus und Frau Dr. Astrid Becker zur expressionistischen Malerei. Professor Pezinka zu interviewen war sehr spannend. Er hat uns die Ehre gegeben, uns in unserem, in unserem Studio zu besuchen. Ihn zu interviewen war interessant aus dem Grund, weil er einen Bruch in seinem architektonischen Werdegang zeigt. Und zwar steht er für die Entmaterialisierung und danach hat er angefangen, sehr stark mit Künstlern zusammenzuarbeiten, was sehr spannend für uns war. Und da, wie angesprochen wurde, da ich Perser bin, blieb mir nichts anderes übrig, als auf jeden Fall Hadi Terrani auch mal zu interviewen. Das war eines der vielleicht breit gefächertesten Interviews, die wir gehabt haben. Wir haben zu der Marke Hadi Terrani viel gesprochen, zu aktuellen Projekten, wie man da sehen kann, die tanzenden Türme in Hamburg und Designsachen. Volkwin Mark zu interviewen war sehr spannend und aufregend. Ihn haben wir auch in seinem Büro besucht und interviewt. Da haben wir auch klare Schwerpunkte gesetzt, die Biografie von Volkwin Mark, Stadionarchitektur, was mich persönlich sehr interessiert hat, und Politik in der Architektur. Ihr habt euch euer gesamtes Wissen autodidaktisch angeeignet. Wie möchtet ihr dieses Wissen weitergeben? Also wir haben im Sommersemester in Zusammenarbeit mit dem Fachgebiet Gebäudetechnologie das Baudio-Seminar herausgegeben. Und dabei ging es um Architektur und Wort und um Architekturjournalismus.
Und die Frage war, wie man denn eigentlich am besten Architektur in der Öffentlichkeit vermittelt. Und zusammen mit dem Fachgebiet Gebäudetechnologie haben dann meine Kollegen Arsalan und Kiumas die Studenten unterrichtet, betreut und unterstützt. Und bei Radio Darmstadt konnten sich dann die Studenten bei der Anmoderation ausüben sozusagen und experimentieren. Und im Rahmen des Architektursommers durften sie eine eigene Radiosendung produzieren und im Baudio-Buch wurde das Ganze dann zusammengefasst. Und das ist auch am Fachgebiet Gebäudetechnologie und bei Sichten könnt ihr euch das anschauen. Ja, da sind sehr interessante Beiträge auch dabei. Hier waren wir bei Island und Architektur im Deutschen Architekturmuseum und da war es interessant zu sehen, wie eigentlich ein Land, in dem die Gebäude aus Torf und Erde gebaut werden, wie die Architekten dort umdenken und die Architektur als eine Herausforderung sehen und Neues ausprobieren. Hier waren wir auf der Frankfurter Buchmesse als eine Anknüpfung an das Thema Island und da haben wir viele Buchverlage interviewt und Neuerscheinungen rund um die Welt der Architektur und da waren auch sehr interessante Beiträge dabei, was ihr auch auf unserer Website ansehen könnt. Ja, Stimme der Architektur ist eine ehrenamtliche Sendung und wir wollen ja so viele Zuhörer wie möglich erreichen. Und wir legen sehr viel Wert auch darauf, dass wir in den Zeitschriften veröffentlicht werden, wie zum Beispiel der DBZ, aber auch, wir haben eine Zusammenarbeit mit der iranischen Zeitschrift Mansar und sie stellt auch viele Beiträge von uns. Unser Team hat natürlich noch mehrere Mitglieder und wir hoffen, dass wir vier euch heute einen kleinen Einblick geben konnten, was wir da eigentlich machen bei Stimme der Architektur. Und wenn ihr Lust bekommen habt, dann schaltet ihr einfach ein bei Radio Darmstadt jeden zweiten Donnerstag von 18 bis 19 Uhr. Oder ihr besucht uns auf unserer Webpage unter www.stimmederarchitektur.de. Und dort könnt ihr dann auch nochmal alle Interviews und alle Beiträge nachlesen bzw. anhören oder uns kontaktieren, wenn ihr möchtet. Das war's von uns. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an die Reporter von Stimme der Architektur.